Gabriel von NotAreal.de. Heute wieder mit einer Runde Terra. An meiner Seite Ultakus von Andios. Grüß moin, dich. Moin, moin. Ja, hallo und auch willkommen zurück an unsere Stream-Freunde. Wir spielen jetzt Terra mal wieder. Ja. Hast du es vermisst? Ein bisschen. Kamehameha und tot. Oh je. Yeah. Bist du bei mir eigentlich hier? Ja, ich bin hier. Ich habe hier gerade so ein riesiges Viech da kaputt gelegt und die so, müssen wir wohl auch töten und diese Vorratskisten hier irgendwie einsammeln. Ich glaube, das war stehen geblieben beim letzten Mal. Oh, ich weiß es nicht mehr. Ey. Was denn? Die andere Olle hat hier drauf geschossen. Spinnt ja. Ach, lasse doch. Irgendwie sehen meine Spells alle gleich aus. Ja, du hast halt nur eine Lanze und ich hab halt Magic. Magic. It's Magic. Bam! Yeah. So. Was kann man hier eigentlich mit den Dingern hier machen? Mach. So, es fehlt noch. Ach, F drücken. Ach so, F. Hier, also 4 von 5 habe ich. Ah, F muss man drücken. Ich habe die ganze Zeit immer auf E gedrückt. Ah, Vorratskiste 1 von 5, okay. Na, ich habe jetzt 5. Ja, und jetzt müssen wir auch noch diese Kisten hier. Da hinten ist eine, ich sehe eine. Lauf, kleines Mädchen, lauf! Sehe ich dich wieder nicht mehr? Da. So. 2 von 5. Da hinten sind ganz viele. Ja, ich hab 5. Du hast 5 Vorratskisten? Ja. Na, dann, ich brauch noch 2. Nee, hab ich nicht. Aber ich sehe ja auch ganz viele. Ich mach die noch. Nee, das andere hatte ich fertig. Schöne Bescherung. Nee. Ach Gott, ich blick hier nicht durch. So, ich habe jetzt beide Sachen wohl fertig. So, ich habe jetzt auch die Kisten fertig und das andere auch. Cool. Dann müssen wir jetzt hier wieder zu der Ollen, wo wir gerade gestartet ja, sind, oder? Ja, Chione. So Chione. Die hat hier dann der letzte... Hast du auf der Karte ganz oben auf der Karte auch noch was? Ganz oben? Ja. Zum Abgeben? Nee, ganz unten habe ich noch was zum Abgeben. Barisabal habe ich oben abzugeben und unten Perrin. Was habe ich denn? Und bei ihr habe ich jetzt auch wieder 2 Sachen angenommen. Jo, habe ich nämlich auch gerade. So, was habe ich denn? Erforschung des Reliktes, es war ein Felsenkletterer, Spuren der Dunkelheit, Neueinsatz, schmähender Mehrer, Angriff auf Archak und das Vermächtnis der Toten. Ich habe auch noch Garnisonen in Not. Von kränkelnden Noruks die Serumsproben. Das ist auch eher eine Starter-Quest gewesen, ne? Ich weiß es nicht mehr. Kann schon sein, ja. Lass uns einfach mal das machen, was wir hier gerade machen können. Hier, also... Boah, bei mir ist gerade übelst warm, Alter. Luft ins Gesicht wedeln. Also, wenn wir jetzt hier weiterlaufen, die Straße runter, dann kommen wir hier zu zum Neueinsatz Edan. Ich würde sagen, lass uns mal erstmal dahin laufen, einfach die Straße nochmal entlang gehen. Ja, zu diesem roten Teil, oder zu dem roten Punkt, oder? Genau, zu dem roten Punkt. Der kommt ja hier vorne in dem Lager dann.
Hört man, dass ich wedel? Man hört es. Oh Gott, dann wedel ich nicht mehr. Wo ist er denn? Da unten. Ach, da vorne ist er. Edan. Ah, da kann man gleich zwei Sachen abgeben. In den Schlund und die finstere Patrouille wäre das nächste. Und Sachen wieder annehmen, ja. Genau. So, da müssen wir wahrscheinlich... Ja, guck mal hier, da geht's gleich los. Da hier die Großen kaputt machen. Combo. Ultra Combo. Ja, wurde von der anderen gepult, deswegen nie unsere. Da oben sind wieder welche, kommen hier genug. Alter. Bleibst du, guck halt immer, dass du im Kreis stehst, ne? Naja, ich muss ja nah ran, da kann ich ja nicht im Kreis groß stehen. Ja, der hat ja eh Aggro auf dich. Aber mein Leben ist eigentlich ganz in Ordnung, hier stirbt man nicht so schnell wie in anderen Spielen. Also bist du vor allem du als Tank, klasse? Naja, fängt sich aus wie ein Tank, ne? Ja, nicht wirklich, das sieht sehr aus wie ein Fuchs. Kleines Fuchsmädchen. Ich finde diesen komischen Katapult-Zeug da, was ich da machen kann, total sinnbefreit. Das ist ja okay. So ein typischer PvP-Skill, würde ich jetzt mal schätzen. So. 5 von 5, ne? Ja. Und irgendwas müssen wir noch hier machen. Was müssen wir denn hier noch machen? Halte die Räume auf den kleinen Hügel südlich der Sonne. Nierenausschau, zerstört Felsenkletterer und Bergreliquienfragmente. Halte den verbogenen Schlund die Augen nach Phaedra offen. Das ist alles, wenn wir weitergehen. Hier ist jetzt nichts mehr. Gut, gehen wir mal hoch und geben mal den einen ab, oder? Ja. Bringt die Fragmente zu Eria. Oh je, dann sind wir hier falsch, oder? Dann müssen wir doch hier ganz runter, oder? Im Verboden, ja. Wir müssen in den Schlund runter. Wir müssen in den Schlund, okay. Der Schlund. Down the throat. Areola. Pep Guardiola? Nee, Areola. Pep Guardiola. Da wirst du die Evox singen, wenn sie laufen. Da ist oder sie, stand was? Bei mir gerade da, hast du es gesehen? Was stand für dich da? Da unten links. Ah, guck mal, da, ah ja. Petra. Außenposten, lass. Okay. Da müssen wir hin. Terra ist ein schönes Spiel. Ja, wenn es noch nicht irgendwie gerade so zäh ist hier der Anfang. Ich finde den Anfang gerade immer so ein bisschen zäh gerade. Vor allem das Stadtgebiet ist nicht ganz so. Ja, Quest abgeschlossen. Finstere Patrouille. Versine sucht Felsen. Warst du aber daneben bei dem auch mit dem Ausrufezeichen drüber? Seltsame Anziehungskraft? Ja, nehme ich gerade an. Okay, alles angenommen. Okay, wohin?
So, Karte auf. Die Karte ist unter? M. Map. Ja, da sieht man aber nicht viel, oder? Nee, nicht wirklich. Irgendwas müssen wir denn tun. Was müssen wir denn jetzt als nächstes tun? Da stört ein Felsenkletterer. Ist das hier? Archak vertreibt Archak und seine Schergen vom Theronenpfad. Oder was ist denn das hier? Die Scheibenreißer kaputt machen, Expeditionsamulette. Boah, was ist das alles verwirrend, ey. Warte mal, Karte mal. Was haben wir denn? Du hast das Serine sucht Felsen, oder? Ja. Inschrift versehene Felsen müssen wir finden, ne? Wo ist das? Das ist halt bei Dings schöner gewesen, ne? Bei dem anderen Spiel, was du so gut findest. Rift? Ja, dass man da halt diese Gebiete hat, wo man das dann macht. Ja, das würde hier auch echt gut tun, wenn man hier wüsste, wo man hin muss. Was ist denn das da? Was ist denn das dort hinten? Saurons Auge links. Links? Speer der Nachkommen Loki. Ach so, da hinten meinst du? Ja. Kannst du gerne mal gucken. Was ist Sprengstoffexpertin? Vernichter, okay. Hat uns nichts gebracht, oder? Nee. Wie ich dich ordentlich hier am Leben halte in meinem Kreisel. Sehr gut. Lassen wir zu dem Auge gehen. Okay. Teleport ist das. Teleportal. Wollen wir damit irgendwas machen? Teleportation kann man damit machen. Kraschas Unterschlupf? Oder ich glaube, da müssen wir nicht hin. Ich würde mal gerne jetzt echt wissen, wo wir hin müssen. Ja, aber irgendwo, nirgendwo solche scheiß Punkte zu sehen sind. Ja. So, ich glaube, Archak weiß ich, wo der ist. Tötet okay. Die Karigone und wendet ihr Herrscher über die Terrorlei ein. Da müssen wir nochmal hier hoch. Hier hoch. Oder ich muss mich mal kurz orientieren. Wir müssen da irgendwo, ging's ja da in das Gebirge wieder hoch. Ja, du hast einmal dort oben diesen Tempel. Ja, zu dem Tempel, da will ich eigentlich, genau da will ich hin, dahin, da. Da links, rechts, meine ich. Bist du bei mir? Ja, ich bin hinter dir, du bist aber ein bisschen schneller. Ich glaube, wo war denn da der Weg? Was willst du denn durch den dummen Weg? Wo ist denn das da? Eine Sonnenessenz, okay.
Wo bist du? Ich bin hier oben bei diesem Ausflugsding da. Weil ich meinte eigentlich, dass der hier ist, dieser Archark. Na, war das nicht so ein Typ, den man dann alleine besiegen musste, jeder für sich? Nee, das war so ein Typ, der kam mit 5 oder 6 Ads und den musste man umklopfen dann. Aber wie pullt man den? Haben wir da irgendwas im Inventar dafür? Kommt mir das Fragment? Also ich sehe nichts auf Anhieb. Ja, wir sollten wirklich die Spiele öfters spielen. Da sind wir nicht so planlos vielleicht. Oder ist der da hinten? Da hinten war, glaube ich, auch noch irgendwas. Da hinten geht's auch hoch geradeaus, ne? Ja. Das kann sein. Graviertes Fragment. Ich weiß, dass wir damals auch mit den Pandas, oder? Dort oben? Die Säulen, die sich dort aufbauen, links? Ja, ja, da müssen wir hin, oder? Da oben, ja. Da können wir mal hingehen. Da geht's ja so an der Seite hoch dann. Oh, ich häng hier. Guck mal, da passiert was. Ja, genau. Und den müssen wir jetzt, glaube ich, alleine besiegen. Schön Schwert hat er. Schön schwul sieht er aus. Ja, das auch. Und jetzt? Hör zu, was Lian zu sagen hat. Wo ist er denn hin? Wie pullt man denn? Wie war das denn? Das sah eigentlich aus wie einer von unseren. Vielleicht müssen wir doch erstmal nochmal zu dem Lager zurückschlappen. Zu welchen? Zu dem da vorne, da wo die Zelte sind. Upsa. Sowas aber auch, ja. Wäre echt angenehm, wenn wenigstens mal die Quests angezeigt werden würden auf der Karte. Das würde schon auch viel helfen. Ja, ziemlich. Vor allem, weil es auch so viele Quests sind. Hier ist ein Feuer. Ist überhaupt niemand, oder? Hier ist niemand, nein. Da spinn ich? Wie haben wir denn das sonst gemacht? Da standen doch eigentlich auch immer irgendwelche Leute rum, ne? Ja. Irgendwie schon. Ich dachte, da oben, das geht dann los. Dass man da kämpfen muss. Dachte ich eigentlich auch. Ich lasse das nochmal kurz mal zu dem Ding da hoch. Nochmal dahin, ja? Ja, ich will mal noch mal gucken, ob der jetzt vielleicht da hochgegangen ist. Das wäre ja totaler Schwachsinn eigentlich, aber... Jura-Schrein untersuchen und uns direkt... Ist das nicht der Jura-Schrein? Nee, das ist Höhe von Anruhen. Wenn Sie da eine Jura-Schrein bin ich. Das ist hier, wo gerade die Erscheinung kam. Guck mal, vielleicht muss man da, kann man da irgendwas klicken mit F oder so. Ich fall hier gerade von Steinen runter. Auch schön. Aber hier, ich weiß nicht, was das soll.
Ja, als ob wir irgendwie gerade in irgendwas gefangen werden. Hier sind noch nicht mal richtig Mobs hier, auch nicht in dem Dorf. Das sind eigentlich immer so Gehörnte gewesen. Da muss es irgendwas geben in dem Ding. Wie war diese Scheiße? Liebe Leute von Gamesforge, wenn ihr das hört, bitte, bitte macht doch mal ein ordentliches Questfindungssystem hier mal rein. Das Spiel ist so cool, es macht echt richtig Spaß, aber das ist echt Bullshit. Man muss bestimmt irgendein verficktes Scheiß-Item hier auslösen, oder was? Ich habe Verbund, Geschwindigkeitstrank, Glücksschachtel, Stiefel, Talisman des Ansturms, Arun Steinrune? Naja. Bullshit. Was bedrängt sich hier gerade in mir, dass das hier irgendwie ein Bug sein muss? Ja, ein bisschen irgendwie wirkt das so. Nee, eigentlich müsste es dann bestimmt losgehen. Das heißt, ich glaube, der stand nämlich dann da. Ja, ich meine auch, dass man... Der heißt ja auch, hört, was Lian zu sagen hat, aber der Typ ist ja nirgends. Wenn wir uns jetzt hier draußen hinstellen. Komm mit. Und ausloggen und wir einloggen. Wollen wir es mal probieren? Ja, können wir machen. Schlimmer kann es nicht werden. So. Lockout. Ben. 10 Sekunden warten. So. Mal schauen, ob das jetzt so klappt. Bisschen nervig ist das schon, ne, Andi? Leider. Gameforge. Hat Gameforge auch Battleforge gemacht? Ich glaube nicht, nein. So, ich bin wieder im Spiel. Boah, du Angeber. Ich will gerade mal hochladen. Ne, hier ist niemand. Was soll denn der Crap? Andi, was hast du mit dem Spiel gemacht? Na, wenn ich was machen könnte, dann hätte ich es jetzt, dann wären wir schon auf Max-Level und würden jetzt schon Raids spielen. Pass auf, ich mache jetzt das ganz Einfache. Ich google. Ja, Spuren google mal. Der, wie heißt das? Spuren der? Spuren der Dunkelheit. So. Spuren der Dunkelheit, Stufe 7. Angenommen, Lian über Liam. Jura-Schrein abgeben, Eria. Super, toll. Wenn wir so die Quest einfach nochmal abbrechen, nochmal neu annehmen. Kann doch nicht sein. So, ich hab's jetzt nochmal deportiert, jetzt gehe ich nochmal da hinten hin. Probier das mal, ja. Ich hab doch die gerade gekickt. Was, ich kann es nicht aufgeben. Hä? Hallo? Warum kann ich das nicht aufgeben?
So, Questlogbuch. Was soll der Dreck? Der Jura-Schrein, ja, hat sie sonst nichts gesagt? Hört, was Liam zu sagen hat. Findet Lian. Wir sollen Lian finden. Lian oder Liam? Lian. Lian. Mit L. Und IA ein. Na, aber wo ist denn der? Da kann er nie weit sein. Hier unten im Lager ist er nicht. Gibt's dort rechts unten noch einen Außenposten? Wo ist der Typ? Ja, das ist eigentlich sein. Der Außenposten von ihm ist ja eigentlich genau der da vorne, ne? Na, gibt's das hinten nie auch noch hier bei diesen Kampfdingern? Vielleicht steht er dort rum? Ich geh dort mal gucken. Gehst du mal links rum Richtung Hauptquartier dort? Ja, ich laufe jetzt mal hier auf dem Weg. Mal durch, ey. Und wenn ich, dann müssen wir. Wir haben jetzt 20 Minuten auch rum, ne? Ja, wir gucken, das gucken wir jetzt noch schnell. Und ich würde sagen, wir hauen einfach noch eine zweite Folge hinten dran, oder? Ich hab mich eigentlich ja schon seelisch auf lustig Ding gucken eingestellt. Ja. Na, wie lange hast du heute generell noch Zeit? Ich bis um halb. War bis um fünf eigentlich so gesehen. Ich muss ja noch wohin. Gut, na dann gucken wir jetzt schnell, ob die hier sind. Also hier in diesem Lager ist niemand, obwohl da eigentlich immer jemand war, wo du auch hier eine Random Quest annehmen konntest. Jetzt laufe ich mal zurück Richtung Hauptlager. Ja, das wäre ganz gut. Also bei mir hier in diesen Außenposten, hier Feldlager, der Orkaner, ist auch keine Sau. Ich sehe auch keinen anderen Spieler, ne? Als ob wir gerade echt in irgendeiner Phase wären, irgendwas machen müssten, was man nur in der Phase machen kann. Ja, ein bisschen ist es schon so, ne? Ja, aber welches Phasing-Event könnte das ausgelöst haben, dass wir... Ja, vielleicht in dem Moment, als wir mit den Lian dort gesehen haben. Wir sehen ja auch keine Monster hier, keine Mobs. Die haben wir auch die ganze Zeit, als wir gelaufen sind. Ja, ich sehe schon welche. Und hier drüben sind auch wieder Leute, aber... Und auch Mobs. Ja, ich sehe jetzt hier auch wieder einiges an Spielern. Ein Hurensohn, Alter. Wo ist denn hier was? In der Turmbasis ist ein blaues Symbol, siehst du das? Blaues Symbol? Ach nee, das bist du. Das bin ja ich. Ansonsten sieht man halt keine Symbole auch, ne? Das ist. Der muss doch hier irgendwo sein, dieser Kunde. Oh, jetzt sehe ich ja auch wieder Mobs. Wir sind aber gerade auch in keiner... Doch, wir sind... Müssen wir ja. Jo. Ich teleportiere mich mal nach da hinten. Da nochmal in den Schlund runter. Ja, kann sein, dass er dort vielleicht wartet. Ja, ich glaube fast nicht, aber... Ich will einfach nur gucken, nicht, dass da irgendwie... Wer weiß, vielleicht ist da wirklich irgendwie was mit dem Gebiet gerade irgendwie faul. Na, hier sind nämlich wieder auch wieder Leute und hier sind auch wieder... Mopse, ne? Den hier mal umbringen, gucken, was passiert. Es ist total mysteriös, ne? Ne, ich verstehe es nicht. Ich möchte noch zwei Sachen checken kurz. Aber im Grunde ist das echt kacke.
Ich glaube, ich würde jetzt noch ein Ticket, wenn wir jetzt hier gleich hier die Aufnahme beenden, werde ich noch kurz ein Ticket aufmachen, weil ich vermute mal ganz stark, dass sich da irgendwie was, irgendwas kaputt gegangen ist. Meinst du, wir sind schuld daran, dass was kaputt ist? Na. Dass in diesem Lager halt auch keiner ist. Also ich habe jetzt hier hinten weiter mal gecheckt, hier geht's die Questreihe praktisch weiter. Also hier sind nämlich diese komischen düsteren Plünderer und hier gibt's auch diese verdächtiger Gegenstand. Vielleicht sind wir auch schon, weil wir zu weit sind oder andere Quests haben, weißt du, vielleicht ist es deswegen buggy. Meinst du? Könnte ja auch sein, dass es damit nicht klarkommt. Das wäre dann echt ein Armutszeugnis eigentlich. Ja. Ja gut. Wir sind jetzt gerade nicht beieinander. Soll es halt diesmal nicht so sein. Ja, dann in diesem Sinne erstmal schon mal danke fürs Zuschauen. Vielleicht läuft das nächste Mal Terra besser. Ja. Gebt uns weiterhin Kommentare ab. Ich bin raus. Bis dann. Ciao, ciao.